Man geht natürlich mit gemischten Gefühlen weg. Natürlich freut man sich auch auf die zweite Liga. Ist ein Riesenschritt für mich, auch eine neue Herausforderung und war auch immer mein Traum. Aber ja, natürlich vergisst man auch nicht die Zeit und es bleibt sehr viel hängen und das muss man auch erstmal sacken lassen. Nach dem Abschied habe ich das gemerkt. Also ich habe sehr viele Nachrichten auch gekriegt und Zuspruch von Fans und ja. Und daran hat man halt gemerkt, dass man wirklich sehr viele Anhänger hatte. Und ich denke, dass man einfach, ja, dass viele das geschätzt haben hier, was man ja, für den Verein geleistet hat. Und für mich war es immer wichtig, ja, auf die Fans zuzugehen und zusammen mit denen zu feiern. Du wirktest immer so ein bisschen, im letzten Jahr immer so ein bisschen unzufrieden mit der sportlichen Situation. Stimmt das oder war das eine falsche Beobachtung? Natürlich hat man sich hier und da ein bisschen mehr versprochen oder hätten wir vielleicht ja, mehr Punkte holen können. Aber im Großen und Ganzen ja, darf man im ersten Jahr nicht zu viel erwarten. Und ich denke, dass jetzt im nächsten Jahr, dass es da eine Steigerung geben wird. Und das wünsche ich mir auch für den Verein. Und der Verein möchte sich auch sportlich weiterentwickeln, das weiß ich. Und ich denke, da sind sie auf einem guten Weg. Das wird auf jeden Fall mal Zeit. Ich bin ja auch froh, dass sie das machen jetzt. War das der schönste Moment tatsächlich, die Aufstiegsfeier? Ja, es ist ganz klar. Also ich denke, das war für jeden hier, der in der Mannschaft gespielt hat, der schönste Moment, ja, wo das Spiel abgepfiffen wurde gegen Gladbach und die ganze Menschenmasse aufs Feld kam, wo wir hinterher hier oben alle standen und ja, den Blick auf den ganzen Fans hier, zigtausend, und das war schon ja, überragend. Ja, wie gesagt, Mehmet und ich waren damals schon in Münster sehr gut befreundet, sind auch oft zusammen hier hingefahren. Er wohnt ja auch in Bergkamen, da ich in Dortmund. Ja, ich freue mich, dass ich mit ihm wieder zusammenspielen kann, auch mit Jens Wissing und ja, auch mit Roger Schmidt zusammenzuarbeiten. Trainer, der mich kennt, der halt meine Fähigkeiten kennt und meinen Charakter. Und das ist natürlich auch immer ein Vorteil, wenn du irgendwo hinkommst. Was sind deine persönlichen Ziele, sag ich mit Paderborn? Dieses Jahr war so ein bisschen geprägt auch von Verletzungssorgen. Ja, erstmal ist das Wichtigste für mich, dass ich ja, die Saison, das Jahr komplett gesund überstehe. Und es wird schneller, robuster. Und ja, aber ich mache mir da keine Gedanken. Man spielt mit guten Spielern zusammen. Und ich denke, ja, am Ende wird man sich schon auf jeden Fall anpassen.